Hallo liebe Tarotfreunde, schön, dass ihr alle hier seid. Willkommen zu einer neuen Wochenlegung, in der wir uns gleich anschauen, was euch denn in der kommenden Woche alles so rein theoretisch, was euch da alles so erwartet. Ja, lasst uns doch gucken. Oh, 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 oh. Vier Stapel, ihr müsst nichts auswählen, guckt euch alles an und. Ja, falls ihr unter der Woche vielleicht morgens immer so ein bisschen Zeit habt oder auch tagsüber, es wird auch wieder Tageskarten geben, ja. Immer um 7 Uhr Berliner Uhrzeit veröffentliche ich die Tageskarten. Um diese nicht zu verpassen, könnt ihr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr die Glocke aktiviert, ja. Weil nur dann bekommt ihr Benachrichtigung. Okay, dann lass uns doch schauen, was ist denn hier so los? Was ist in der kommenden Woche alles so möglich? Okay. Erste Information. Habe das Gefühl, einige werden versuchen, ihre Ersparnisse irgendwie, ja, ich will nicht sagen zu verstecken, aber vielleicht zählt ihr Geld, weiß ich nicht. Vielleicht zählt ihr eure Ersparnisse. Vielleicht überlegt ihr, wie ihr eure Ersparnisse oder irgendwas Wertvolles, das kann auch Schmuck sein. Vielleicht bestellen heute einige von euch irgendwie eine Schmuckkassette. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Kann ja sein, ja, dass ihr das für heute geplant habt. Kann sein, dass mich jetzt jemand erst am Abend schaut und hat das tatsächlich gemacht. Ansonsten sehe ich hier eher so die Information, dass ihr auf irgendeine Nachricht wartet, die unangenehm ausfallen könnte, vor der, ich will nicht sagen, ihr habt Angst vor ihr, aber ihr wollt diese Nachricht nicht haben. Ja, und ihr guckt, kommt diese Nachricht oder kommt sie nicht? Ja, oder ist vielleicht jetzt diese Angelegenheit eigentlich erledigt? Ja, oder kommt da noch irgendwas, dass ihr quasi so ein bisschen vorsichtig seid? Ich gucke noch ein wenig weiter. Ja, kommt eine Nachricht oder kommt sie nicht? Es kann sein, dass ihr an einem bestimmten Tag auf eine Nachricht, auf einen Brief warten werdet, und sich das Ganze verzögert und dann bekommt ihr eine Nachricht oder bekommt diese Nachricht und hier ist auch die Tendenz, dass sie eher positiv ausfallen wird, ja? Also ich glaube nicht, genau, 9 der Münzen noch dazu. Ich glaube nicht, dass das irgendwas Negatives hier sein wird. Hier sieht es eher so aus. Wisst ihr, vielleicht habt ihr jemandem geantwortet, vielleicht habt ihr irgendwas nachgereicht, irgendwas nachgewiesen, ja? Und fragt euch, ob da denn noch irgendwas kommen wird. Und wenn ja, wie wird das ausfallen? Hier ist die Tendenz, dass es entweder nicht kommen wird, was aber dann positiv ist, oder ihr bekommt noch irgendwas, aber das wird dann auch positiv sein. Ja, nichts, worüber ihr euch aufregen müsst, nichts, worüber ihr euch Sorgen machen müsst. Okay, ich lasse das mal so stehen. Das war die erste Information. Lasst uns die zweite Information anschauen. Was haben wir denn da? Ja, hier ist Warten auf Informationen, die auch kommen werden und die auch positiv sein werden. Karte des Siegers könnte zum Beispiel ein Vertragsabschluss sein, weil das Ass der Schwerter steht sehr oft für Papier, ja, für irgendwas, was man unterschreiben muss. Vielleicht bekommen einige von euch irgendwie die Zusage auf eine Gehaltserhöhung, zum Beispiel. Auf etwas, worauf ihr wahrscheinlich hingearbeitet habt. Was ihr wahrscheinlich in der jüngsten Vergangenheit oder vielleicht generell in der Vergangenheit
in die Wege geleitet habt. Und sieht sehr, sehr gut aus. Eröffnet euch neue Wege. Eröffnet euch Perspektiven, Alternativen. Ja, das ist immer gut, wenn man Plan B und C hat. Heutzutage, ja, zum Beispiel, ist es total gut, wenn man nicht nur irgendwie einen Beruf hat. Vielleicht hat man einen Beruf, vielleicht hat man dann noch irgendwas studiert oder vielleicht hat man irgendeine Zusatzausbildung gemacht, ja, und ist dann quasi breiter aufgestellt. Das ist ja heutzutage nicht mehr so, ja, dass man, oder nicht mehr so oft, dass man einen Beruf lernt und den dann das ganze Leben ausführt. Es gibt solche Fälle, aber meistens ist es ja so, dass viele oder ja sehr viele tatsächlich vielleicht zwei Ausbildungen machen und noch ein Studium oder Ausbildung und Studium, ja, oder manchmal drei Ausbildungen, ja, und dann noch zwei Qualifikationen, was es da alles so gibt, ja. Also diese Nachricht oder diese Entscheidung wird euch Wege eröffnen und das ist hier sehr, sehr positiv. Und ich lasse das schon so stehen, ja, weil das ist einfach eine Information. Okay, die dritte Botschaft für die kommende Woche. Was haben wir denn hier? Ich würde sagen, hier denkt ihr nach. Hier denkt ihr nach, wohin? Wohin mit mir? Also es ist durchaus möglich, ja, dass so widersprüchliche Nachrichten in einer Wochenlegung auftauchen. Warum? Weil die einen gehen mit dieser Aussage in Resonanz und die anderen dann mit dieser. Oder ihr geht in einer Situation mit dieser Energie in Resonanz und in einer anderen Situation mit dieser. Aber hier überlegt ihr in Bezug auf eine Situation, wie ihr damit umgehen sollt. Ja, wohin? Ihr seid in der Entscheidungsfindung. Zerbrecht euch den Kopf. Vielleicht noch eine Information. Wisst ihr, wahrscheinlich hat ein Problem dazu geführt, dass ihr in diese Energie geht oder dass ihr in diese Energie gegangen seid und euch darüber auseinandersetzen werdet. Weil weißt du oder wisst ihr, nein, weißt du nicht, wir hören ja, mir hört wahrscheinlich mehr als eine Person zu. Was verursacht Veränderungen in unserem Leben? Sehr oft sind das irgendwelche Probleme, auf die wir stoßen. Ja, zum Beispiel, du lebst in einem Land und dich nervt einfach alles. Du hast irgendwie totale Hürden, behördliche Hürden, hier Hürden, dort Hürden, ja. Oder du bist nicht mit der Politik einverstanden. Dich nervt das System, in dem du lebst, ja. Oder in dem ein Mensch lebt. Und wenn man mit solchen Problemen konfrontiert ist, kommt es manchmal bei einigen Leuten, führt es dazu, dass sie sich zum Beispiel entscheiden, in ein anderes Land zu ziehen, ja. Oder ja, oder jemand ist selbstständig und hat totale Hürden, bürokratische Hürden und ja, entscheidet sich dann vielleicht durch diese Probleme, die entstanden sind, ja, entscheidet sich dann vielleicht die Selbstständigkeit aufzugeben und irgendwie einen neuen Beruf zu erlernen, ja, oder in irgendeinen alten Beruf wieder einzusteigen. Meistens führen Probleme oder ja, führen Probleme dazu, dass wir uns verändern, weil wenn alles zufriedenstellend läuft, lässt der Mensch das meistens auch laufen, ja. Und Transformation findet immer statt, wenn wir auf irgendwelche Probleme stoßen, die uns nerven, ja, die uns auf den Wecker gehen, die uns stören. Ja, und entweder versuchen wir sie zu lösen und wenn es dann irgendwann zu viel ist und man hat das Gefühl, man kann sich nicht weiterentwickeln, ja, dann transformieren wir, ja, dann verändern wir uns. Und hier könnte es genauso sein. Hier könnte es sein, dass irgendeine Schwierigkeit aus der Vergangenheit, oder vielleicht waren es mehrere Schwierigkeiten, ja, dass euch das wirklich nervt und dass ihr überlegt, was mache ich damit? Was will mir diese ganze Situation eigentlich aufzeigen?
Ja, hier ist sehr wahrscheinlich irgendwas gewesen, Mädels und Jungs, was euch schon lange oder schon länger nicht mehr erfüllt oder es ist immer noch da und ihr überlegt, was ihr damit tun sollt, weil ich sehe, dass es euch nervt. Ja, energetisch ist hier irgendwas, hier ist alles ziemlich negativ energiegeladen, ja. Eine negative Energie, die dazu führt, dass ihr euch überlegt oder dass ihr generell zu dem Entschluss kommt, okay, das kann so nicht weitergehen. Ich stecke zwar jetzt noch total hier drin, ja, aber ich muss hier raus. Oder ihr guckt, wie ihr am besten, ja, aus irgendeiner Situation, wie ihr da am besten etwas draus macht. Wie ihr da tatsächlich, wie ihr die Dinge so regeln könnt, dass es für euch quasi der beste Weg ist und der leichteste Weg ist für euch. Ja? Vielleicht haben wir denn hier noch einen Ratschlag. Aber bitte immer Vorsicht, ja, mit Vorsicht Ratschläge genießen. Ratschläge annehmen, wenn ihr sowieso quasi das schon gespürt habt in euch oder diesen Entschluss vielleicht schon gefasst habt, ja, und der Ratschlag euch einfach nur bestätigt. Dann könnt ihr annehmen. Ansonsten dient der Ratschlag einfach dazu, dass ihr euch überlegt, ja, könnte das für euch etwas sein, dieser Ratschlag? Könnt ihr damit irgendwas anfangen? Könnt ihr damit arbeiten? Ratschlag ist, euch Hilfe zu holen, euch beraten zu lassen von einem Menschen, der aus dieser Sphäre kommt und der euch tatsächlich irgendwie helfen kann, ja, der euch irgendwie beraten kann. Ja, wir können uns nicht mit allem auskennen. Wir müssen uns auch nicht mit allem auskennen. Es gibt Leute, ja, es gibt Leute, die Tapeten kleben können, ja, damit wir unsere Nerven schonen. Die machen das total gerne, die machen das den ganzen Tag, die kriegen dafür Geld. Und wenn man selbst darauf keine Lust hat, ja, dann engagiert man solche Leute. Okay, so sieht's hier aus. Und die letzte Information für die kommende Woche. Ein Mann. Was für enttäuschende Karten und der Turm noch dazu, Mädels. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht eine Absage von einem Mann. Ja, vielleicht bleiben wir bei Tapeten. Vielleicht will jemand irgendwie irgendwas in der Wohnung gemacht haben. Ja, vielleicht müsst ihr Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Habt vielleicht rumtelefoniert. Ja, aktuell ist es ja, ich glaube, ich weiß nicht, wo ihr herkommt, aber aktuell ist es ein bisschen schwierig, ja, mit den Handwerkern. Vielleicht kriegt ihr eine Absage. Oder ihr kriegt irgendwie, obwohl ich das hier nicht sehe, aber bleiben wir dabei. Vielleicht kriegt ihr irgendwie so einen Kostenvoranschlag und sagt euch, oh nee, ja, dann mache ich es lieber selbst. Ja, vielleicht auch das. Aber irgendwas von der Seite eines Mannes, was, ja, was nach einer Absage aussieht. Beruhigt euch. Falls es dazu kommt, was ich eben gesagt habe, ja, die Wege sind offen. Es wird hier noch eine Perspektive geben. Drei der Stäbe ist die Karte der Perspektive. Zerbrecht euch nicht so sehr den Kopf, ja. Die Ausgleichung, das ist immer das ist so eine harmonisierende Karte, eine harmonisierende Energie. Meistens, ja, wenn wir unsere Probleme so von oben betrachten, ja, aus so einer größeren oder entfernten Perspektive und vielleicht sogar mit den Problemen anderer Menschen vergleichen, dann oder so sehr oft so im Nachhinein denken wir, warum habe ich mich eigentlich darüber aufgeregt? Ja, das war es doch überhaupt nicht wert. Und ich habe irgendwie eine Woche schlecht geschlafen und eine Woche schlecht gegessen, aber im Grunde genommen, das ist ja echt klein gewesen, ja, und überhaupt. Also hier ist es genauso, ja. Überbewertet das Ganze nicht, zerbrecht euch nicht den Kopf. Ihr wisst das ja, alles hat seinen Sinn. Wir verstehen erst später, warum dieses und jenes geschehen ist. Und
Das würde ich euch ja auch anraten, ja, so darüber zu denken, weil die Perspektiven sind gut. Hier wird es zu einer Lösung kommen. Nicht bei allen, aber ich hoffe ja, dass es bei allen dann auch so sein wird. Es kann sogar sein, dass ihr diese Absage hier am Anfang der Woche habt, ja, und Mitte oder am Ende der Woche bereits das Problem mit jemand anderem gelöst habt, ja, also Ersatz habt, eine Perspektive habt. Okay, vielleicht, da wir noch ein bisschen Zeit haben, ich kann das auch nie vorher absehen, ja, wie die Botschaften hier ausfallen werden. Ich ziehe noch so einen allgemeinen Ratschlag für die kommende Woche. Was ist denn ganz, ganz wichtig? Was ist denn ganz, ganz wichtig? Oh. Wisst ihr, ihr könnt euch das Tarot anraten, vielleicht eure Eltern zu besuchen. Eure Mutter, euren Vater, vielleicht eine ältere Person, wenn ihr diese in der Nachbarschaft habt, ja, vielleicht zu helfen, ja. Ich weiß nicht, falls ihr euch irgendwie im Hof oder vor der Haustür trifft, dass ihr vielleicht fragt, ob euer älterer Nachbar, wenn ihr einen habt, ja, ob ihr ihm irgendwas mitbringen könnt, ob er irgendwas braucht oder ob sie irgendwas braucht, ja, vielleicht irgendeiner älteren Person aus der Nachbarschaft Hilfe anbieten. Ansonsten könntet ihr in der kommenden Woche mit einer Person zu tun haben, die energetisch, spirituell sehr weit ist. Und wo es vielleicht wichtig wäre, so ein bisschen gut zuzuhören. Oder vielleicht sogar um Rat bitten. Oder vielleicht generell einfach eine Meinung anzuhören, ja, was diese Person meint, was diese Person dazu und hierzu meint. Der Hierophant steht auch sehr oft einfach für eine Wissensaneignung, ja, für eine Weiterbildung womöglich, vielleicht für irgendeinen Kurs. Das kann auch einfach so die VHS sein, ja, irgendwie 2, 3 Tage, irgendein Kurs unter neuen Leuten sein, sich irgendwas Neues anhören, neue Informationen. Wenn ihr diese Möglichkeit habt in der kommenden Woche, rät euch das darum, diese zu nutzen. Okay. Ansonsten würde ich auch eher sagen, dass ihr euch positiv stimmen solltet auf irgendwelche Personen in der kommenden Woche, die vielleicht in der Hierarchie, ja, vielleicht ein bisschen über euch stehen. Ja, es hört sich blöd an, aber unsere Gesellschaft ist halt eben auch so strukturiert. Wir haben sehr oft Chefs und Chefinnen, ja, oder Menschen, die halt irgendwie ja, mehr Macht haben oder in Führungspositionen sind, euch mit diesen Personen gut zu stellen. Okay, ich lasse das mal so stehen. Wünsche euch noch einmal allen eine wunderschöne Woche. Denkt an die Tageskarten. Ich freue mich auf euch. Wir lesen uns dann in den Kommentaren, in den Tageskarten. Alles Liebe und bis bald.